In dem heutigen Video lernst du 5 Übungen kennen, wie du Tonleitern sinnvoll trainieren kannst und du lernst eine einfache Methode kennen, wie du dir die Fingersätze für sämtliche Tonleitern merken kannst. Also bleib dran! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Technikreihe. Ich bin Thorsten Eil und auf meinem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um das Thema Klaviermusik vom Barock bis zur Romantik. Wenn du also von YouTube immer über neue Videos von mir informiert werden möchtest, dann abonniere meinen Kanal und drück nebendran auf die Glocke und schau dich auch ruhig mal auf meinem Kanal um. Da gibt es mittlerweile mehr als 150 Videos. Da ist mit Sicherheit noch viel Interessantes für dich dabei. Legen wir gleich los. Wir beginnen mit dem Fingersatz. Eine Tonleiter hat 7 Töne. Wenn ich nun einen Schüler frage, wie viele Finger kannst du verwenden, um diese Tonleiter zu spielen, dann bekomme ich in aller Regel die Antwort 5. Aber das ist nicht ganz richtig. Wenn du die Tonleiter beginnst und du spielst 1, 2, 3, 4, 5, dann bist du in der Sackgasse, weil es nach dem 5. Finger nicht mehr weitergeht. Also das heißt, du kannst lediglich nach dem 3. Finger umgreifen oder nach dem 4. Finger umgreifen. Wenn du zum 5. Finger spielst, das funktioniert nur an der Stelle, an der du die Bewegungsrichtung ändern möchtest. Ja. Also das heißt, wir haben zum Spielen der Tonleiter lediglich 4 Finger zur Verfügung. 7 Töne mit 4 Fingern bedeutet 3 plus 4. Das Ganze sehen wir hier. Wir haben also zuerst 1, 2, 3 und dann 1, 2, 3, 4. Wir haben also quasi zuerst eine Dreiergruppe und dann eine Vierergruppe. Wenn du zur 4 spielst, dann hast du vorher die 1, 2, 3 ja auch gespielt. Aber die 4 hast du pro Oktave nur ein einziges Mal. Und das ist der Grund, warum der 4. Finger unser Orientierungspunkt ist. Also das heißt, wir merken uns lediglich, auf welchem Ton der 4. Finger ist und haben damit im Grunde den kompletten Fingersatz für die Tonleiter geklärt. Wenn wir das Ganze in einem Schaubild festhalten, dann würde das folgendermaßen aussehen. Bei C-Dur und allen Kreuztonarten ist der 4. Finger der rechten Hand auf der 7. Tonleiterstufe und der 4. Finger der linken Hand auf der 2. Tonleiterstufe. Bei allen B-Tonarten ist der 4. Finger der rechten Hand auf dem B und der 4. Finger der linken Hand auf der 4. Tonleiterstufe. Fis-Dur und Ges-Dur bilden an dieser Stelle eine Ausnahme. Fis-Dur und Ges-Dur haben nochmal einen eigenen Fingersatz, den muss man sich als Ausnahme quasi merken. Das sehen wir dann hier. Bei Fis-Dur bzw. Ges-Dur ist der 4. Finger auf dem B, also das heißt, wir merken uns den Fingersatz quasi für Ges-Dur und wissen dann, dass Fis-Dur die gleiche Tonart ist. Also der 4. Finger ist auf dem B, das kennen wir schon, und der 4. Finger der linken Hand ist aber in diesem Falle auf der 1. Tonleiterstufe. Damit ist der Fingersatz für die komplette Tonleiter klar. Wenn ich zum Beispiel meine A-Dur-Tonleiter nehme, dann fange ich also an mit 1. Stufe, 2. Stufe, 3. Stufe. Jetzt kommt als nächstes die 4. Stufe. Ich habe mir aber gemerkt, der 4. Finger muss auf die 7. Tonleiterstufe, also muss ich an dieser Stelle umgreifen. Jetzt geht es weiter. 4., 5., 6., 7. Stufe und der 4. Finger ist tatsächlich auf der 7. Stufe, also alles richtig gemacht. Und jetzt würde es weitergehen. Jetzt muss ich natürlich wieder umgreifen. Und dann habe ich den Fingersatz soweit klar. Machen wir weiter mit den Übungen, die du machen kannst. Die erste Übung besteht darin, dass du deine Tonleiter über 4 Oktaven spielst. Also wir spielen die Tonleiter immer über 4 Oktaven. Wir spielen auch die Hände nur getrennt und spielen dann immer die Tonleiter sowohl rauf als auch wieder runter. Warum
solltest du die Hände nur getrennt spielen. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, gerade bei solchen Technikübungen in den ersten Jahren die Hände ausschließlich getrennt zu spielen, damit du bei diesen Technikübungen nicht nur die Möglichkeit hast, Sicherheit auf den Tasten zu gewinnen, sondern damit du vor allem auch die Möglichkeit hast, deine technischen Abläufe im Auge zu behalten, was es von der technischen Seite her beim Tonleiterspiel zu beachten gibt. Dazu habe ich vor einiger Zeit schon einmal ein Video gemacht. Das verlinke ich hier auch nochmal, das würde an dieser Stelle aber zu weit führen. Also von daher in den ersten Jahren bitte nur die Hände getrennt üben, damit du die Möglichkeit hast, wirklich auch die technischen Aspekte deines Bewegungsablaufs im Auge zu behalten. Okay, also erste Übung, die Tonleiter über 4 Oktaven, rauf und runter, Hände getrennt und im Legato. Das ist relativ gut machbar, denke ich, muss ich auch nicht groß demonstrieren. Was mir aber an der Stelle wichtig ist, dass du bitte nicht in irgendeinem verrückten Tempo das Ganze jetzt spielst, sondern dass du wirklich zunächst mal langsam spielst und dass du darauf achtest, dass du rhythmisch gleichmäßig bist, dass es also keine solchen Überlegestellen gibt, wo du überlegen musst, kommt jetzt der 4. Finger oder muss ich umgreifen? Ja, und dass du auch nicht mehr überlegen musst, welche Töne gehören denn eigentlich zu meiner A-Dur-Tonleiter. Also das sind solche Dinge, die wirklich so in Fleisch und Blut übergehen sollten. Die zweite Übung besteht darin, dass du deine Tonleiter im Staccato spielst. Auch hier kommt es bitte nicht darauf an, möglichst schnell zu spielen, sondern es kommt darauf an, möglichst exakt zu spielen. Und exakt spielen bedeutet, dass das Ganze einerseits rhythmisch exakt ist. Andererseits bedeutet exakt spielen aber auch, dass das Ganze von der Lautstärke her exakt ist. Also, dass es hier keine Lautstärke-Ausreißer gibt. Insbesondere beim Staccato-Spiel kann das relativ einfach passieren, aber zum Beispiel auch beim Legato-Spiel, also bei der vorherigen Übung, passiert es gerne mal, dass an den Stellen, wo wir umgreifen, kleine Betonungen entstehen. Manchmal auch größere Betonungen, je nachdem, wie sehr du schon an dieses Umgreifen gewöhnt bist. Ja, also das sind solche Dinge, die du vermeiden solltest. Beim Legato-Spiel ist natürlich immer ein kritischer Punkt der Moment, wo ich den Daumen aufsetze. Ja, da passieren gerne solche Betonungen. Und umgekehrt beim Runterspielen ist es eben der Moment, wo du übergreifst. Auch da passieren dann gerne mal solche Betonungen. Also immer darauf achten, dass das Ganze wirklich auch von der Lautstärke her gleichmäßig ist. Okay, dritte Übung besteht darin, unsere Tonleiter in Rhythmen aufzuteilen. Das sehen wir dann hier. Das Problem oder die Herausforderung bei der Einteilung in Rhythmen besteht darin, dass unser Rhythmus einer gleichmäßigen Dreiergruppe folgt. Also du hast immer 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Während aber der Fingersatz weiterhin unserem Muster 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 folgt. Also das heißt, der Fingersatz folgt nicht der Figur des Rhythmus. Bei C-Dur würde das Ganze noch funktionieren, wenn wir immer als Fingersatz 1, 2, 3 verwenden würden. Bei A-Dur funktioniert das Ganze schon nicht mehr oder bei allen Tonarten, die eben eine schwarze Taste, also ein Vorzeichen beinhalten, weil du dann regelmäßig mit dem Daumen auf eine schwarze Taste umgreifen müsstest. Und das ist natürlich ausgesprochen unbequem. Also das heißt, wir müssen unseren Fingersatz beibehalten und dadurch entsteht eben dieser Effekt, dass Fingersatz und Rhythmus nicht parallel laufen. Und wenn du das also zum ersten Mal übst, kann das eine Sache sein, die dich stark herausfordert und
wo du zuerst nochmal deine Gedanken sortieren musst, wirklich sehr exakt darauf zu achten, wo der vierte Finger hinkommt. Ja, also dass der vierte Finger wirklich immer ausschließlich auf der siebten Tonleiterstufe landet. Hier in unserem Beispiel A-Dur. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass ich die ersten zwei Töne meiner rhythmischen Figur Staccato gespielt habe. Das ist eine Variante, in der du diese Figur üben kannst. Ich empfehle zunächst einmal das Ganze im Legato zu üben. Und erst wenn das wirklich gut funktioniert, dann das Ganze auf diese Übung mit dem Staccato umzustellen und sowas auch immer mal parallel zu üben. Nächste Übung, wenn wir einen Dreierrhythmus spielen können, können wir natürlich auch einen Viererrhythmus spielen, das sehen wir hier. Auch hier haben wir wieder die gleiche Problematik, dass Fingersatz und Rhythmus nicht parallel laufen. An der Stelle habe ich auch den Moment hier eingetragen, an dem das Ganze die Bewegungsrichtung ändert. Warum? Diese rhythmische Figur geht am Ende der Tonleiter natürlich nicht auf. Also das heißt, wenn ich hier anfange, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jetzt bin ich also quasi auf der siebten Tonleiterstufe gelandet. Also das heißt, der Ton, auf dem ich anhalte, verschiebt sich jetzt. Und wenn ich das jetzt nochmal mache, verschiebt sich das Ganze wieder. Und das solltest du bei deinen Übungen auch wirklich so durchziehen. Also das heißt, dass du immer rauf und runter spielst und das Ganze eben so lange durchspielst, bis du wieder bei der ersten Figur angekommen bist. Und das dauert eben eine Weile. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber wahrscheinlich sind es bei dem Dreierrhythmus 3 und bei dem Fünferrhythmus, der als nächstes kommt, dann 5 Wiederholungen. Bei dem Viererrhythmus geht es tatsächlich bei 4 Oktaven auf. Damit ist auch schon die fünfte Übung klar. Wir haben einen Fünferrhythmus. Auch das sehen wir nochmal hier. Auch hier gleiches Thema. Der Fingersatz und der Rhythmus laufen nicht parallel zueinander und deshalb macht es also Sinn, das Ganze zu üben. Das heißt, wir haben also 5 Übungen, fassen wir es nochmal kurz zusammen. Erstens die Tonleiter rhythmisch gleichmäßig im Legato, dann das gleiche im Staccato und dann als drittes Dreierrhythmus, als viertes Viererrhythmus und als fünftes Fünferrhythmus. Wenn du dich noch intensiver mit dem Thema Klaviermusik und Klaviertechnik beschäftigen möchtest, dann empfehle ich dir diese beiden Videos. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über Daumen hoch und wenn du das Video mit deinen Freunden teilst. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Freude beim Musizieren und bis zum nächsten Mal.